Jede Woche sitzt das AIDA Primetime Magazin Team zusammen und überlegt sich, was wir Ihnen diese Woche zeigen. Auf den Schiffen ist so viel los, man glaubt es kaum. Und diese Woche haben wir uns besonders schwer getan, weil wir so viele fantastische Berichte von den Schiffen hatten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrem AIDA Primetime Magazin für diese Woche. Bitteschön. Viele Zuschauer waren ja richtig begeistert von den fantastischen Bildern, die wir letzte Woche aus Grönland hatten. Und nachdem wir jetzt die Landschaft kennengelernt haben, freuen wir uns besonders, Ihnen jetzt die Menschen von Grönland vorzustellen. Die haben uns nämlich auf AIDA Luna besucht. Bitte schön. So, unsere Besucher sind jetzt an Bord. Die bringen wir jetzt hoch auf Deck 11 und dann kann das Fest losgehen. Und dann war da der Tag, an dem General Manager Wolfgang Ulmer nicht der einzige Wolfgang sein wollte. Und er fragte an Bord, gibt es hier noch andere, die Wolfgang heißen? Gucken Sie mal, was daraus geworden ist. Wolfgang Macht, du hast es groß angekündigt. Ja, und ich hast weiß die, auch nicht, was ich da irgendwie gedacht habe, aber okay. Ja, da, und da hast du die 28 Wolfgänge, die es hier nachweislich an Bord von AIDA Luna gibt, hast du gebeten, in die letzte Primetime zu genau. kommen. Genau, so. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, wo Männer. Die Wolfgänge sind. Hallo, Servus, ich bin der Wolfgang. Servus, ach, hallo, grüß euch, hallo, Servus, oh Gott. Männer. Das sind ja, wo kommen, da ist irgendwo ein Wolfgang-Nest. Servus, Servus. Unglaublich, sind alle da. Oh Servus, Gott, das sind jetzt hallo. Mehr, als ich erwartet habe. Wie heißt du? Wolfgang, okay, auch gut. Das sind doch mehr als 28, habt ihr euch vermehrt auf die Schnelle. Und da hat sich doch einer noch dazwischen gedrängelt, der auch zufälligerweise Wolfgang heißt. Das wissen viele gar nicht, denn dein Künstlername ist ja Elmago Masin. Genau. Aber du hast passenderweise einen Wolfgang-Song geschrieben und da schließt sich der Kreis, Wolfgang, ne? Ja. Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen mit Wolfgang. Jetzt mal. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn man ein Wolfgang ist. Wir schon, Lukas, Niklas, Tim und Tom haben keinen Plan davon. Markus, Thomas, David, Chris wissen gar nicht, wie das ist. Die meisten sagen, mach dir nichts draus, zumindest siehst du nicht wie ein Wolfgang aus. Ich heiße Wolfgang, das ist gemein, den ganzen Tag lang muss ich so sein. Ich heiße Wolfgang, das ist nicht fair, mein Leben wäre so einfach, wenn ich jemand anders wäre. Mein Leben wäre so einfach, wenn ich jemand anders wäre. Mein Leben wäre beschissen, wenn ich Thomas anders wäre. Letzte Woche habe ich ja ganz, ganz fleißig mit dem einzig wahren Moderationscoach, nämlich unserem Entertainment-Manager Stefan, trainiert, damit ich diesen Satz, der jetzt kommt, vernünftig sagen kann. Also, wenn Sie alles über Kreuzfahrten wissen wollen, gehen Sie auf www.aida.de oder Sie wenden sich an Ihr Reisebüro des Vertrauens. Die Verlockung der Woche, bitteschön. Wir reisen entlang der europäischen Westküste. Wir starten in Hamburg und fahren als erstes nach Dover. Es geht weiter nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Das nächste Ziel ist Ferrol. Nach einer eindrucksvollen Fahrt über den Tejo erreichen wir Lissabon, die Hauptstadt Portugals. Von hier nehmen wir Kurs zur Blumeninsel Madeira. Noch ein Stopp in Lanzarote und wir erreichen das Ziel unserer Reise, Gran Canaria. Die wenigsten Menschen wissen ja, dass Kreuzfahrt eigentlich vor allem für Vielfalt steht. Auf der einen Seite kann man wunderbare Partys feiern, auf der anderen Seite gibt es auch unfassbar schöne, ruhige, romantische Momente. Und das trifft auch für die Gastkünstler zu. Gastkünstler, die Stimmung verbreiten, die Party machen, aber genauso auch Gastkünstler, die eher für leise Inhalte stehen. Wie zum Beispiel Patrick Bach. Er war bei uns an Bord, er hat mit den Kindern und für die Erwachsenen gelesen. Gucken Sie sich das mal an. Alles ganz richtig übersetzt, meine Museumsländer.
Ich bin hier an Bord auf der AIDA für Lesung. Und vornehmlich möchte ich gern für Kinder lesen, weil es erstmal wahnsinnig viel Spaß macht, den Kleinen was vorzulesen. Und weil ich auch glaube, dass es pädagogisch ganz wichtig ist, heute den, nicht nur den Eltern, was auch bei denen, glaube ich, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, sondern auch den Kindern wieder zeigen zu können, dass Lesen Spaß macht, dass Lesen wichtig ist. Die Orchis bieten sich unheimlich an für Lesung, weil die Orchis eine sehr lustige Spezies sind. Sie mögen nämlich alles. Das, was wir mögen, finden sie furchtbar, also gute Gerüche. Sie mögen stinkende Sachen, sie rülpsen gern und pupsen gerne und machen also Dinge, die wir alle nicht dürfen. Was die Kinder natürlich wieder ganz toll finden. Er sagt, Muffel, Furz, Teufel, das riecht hier viel zu lecker auf der AIDA. Ich hab für Disney einen dicken Piraten. Und den spreche ich dann immer so. Oh ja, das ist aber schön von dir. Das finden die Kinder natürlich besonders lustig. Insofern bietet sich das an, also auch gerade hier auf dieser Reise, diese Lesungen für Kinder in dem Bereich zu machen. Wenn ich sie dazu bringe, dass sie irgendwie sagen, oh, ich möchte die auch mal lesen, die Olchis, Eltern abends die Olchis lesen und die Kinder mal mitlesen oder so, dann ist das natürlich traumhaft, das ist natürlich schön. Und wie immer zum Schluss die schönsten Bilder der Woche von unseren Schiffen. Und pst, weil Stefan ja nicht dabei ist, am Ende habe ich ihn noch mal ein paar Versprecher von Stefan rangehängt aus der letzten Woche. Viel Spaß! Ab auf große Reise, vergessen die Sorgen Stück für Stück. Die Welt hinter uns wird immer kleiner, volle Fahrt Richtung Horizont ins Glück. Oh, 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 oh. Richtung Horizont ins Glück. Kennst du eigentlich den Prinz Christian Lund? Sund. Er heißt Sund, nicht Lund. Kollegen mit der AIDA Luna sind in den Prinz Christian Lund eingefroren. Nochmal. So, Boris, Verlockung der Woche. Letzte Woche war ja nichts. Diese Woche kriegen wir das besser hin. Ja? Ja. Ich fange nochmal an. So, Boris, Verlockung die Woche. Ja. Verlockung die Woche. Ja, das war türkisch. Ich soll ins Reisebüro gehen, wenn ich mich informieren will über AIDA-Reisen. Ich fand das schon gut, dass du letzte Woche so ein bisschen gedisst wurdest. Ja, mal gucken. Jetzt mach's mal. Jetzt. Geht doch. Geht doch. Mit dem Melzer, der kann uns klären, wie es geht. Der kann uns klären, wie es geht.